Heute möchte ich euch in meinem Weihnachtsspecial berichten, was die Rauhnächte sind. Die sogenannten Rauhnächte sind 12 Nächte um den Jahreswechsel. Es sind sozusagen die Nächte nach dem Heiligen Abend bis zum 6. Januar. Im europäischen Brauchtum werden diese Nächte besonderer Bedeutung zugemessen. Die stürmischen Mächte der Mitterwindzeit zogen sich nach dem Volksglauben wieder zurück. Die verschiedenen Religionen unterscheiden hier zwischen 3 und 12 Nächten. Die 4 wichtigsten Nächte hierbei sind die Nacht von dem 21. auf den 22.12., die sogenannte Thomasnacht, auch bekannt als Wintersonnenwende, sozusagen die längste Nacht im Jahr. Diese wird aber oft auch nicht dazu gezählt. Die Nacht von dem 24. auf den 25.12., der sogenannte Heilige Abend. Die Nacht von dem 31.12. auf dem 1.1., die Silvesternacht. Und die Nacht von dem 5. auf den 6.1., Vigil, vom Erscheinung des Herrn. Oder der Tag der drei heiligen Könige. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig Wissen rüberbringen und würde mich sehr über ein Like freuen. Bis dann!